Wunderschönen guten Abend bei unserer Aufzeichnung zur heutigen Live-Sendung mit dem Geschäftsführer des Niederösterreichischen Fußballverbandes, Heimo Zechmeister. Unsere Live-Sendung startet in 15 Sekunden. Ich bitte euch noch um ein bisschen Geduld. Der Countdown läuft, die letzten 8 Sekunden. Starten wir die Live-Übertragung. Ja, wir werden gleich online sein und werden ein paar Sekunden warten, bis die ersten im Chat dabei sind. Gut, wo sind wir hier? Ja, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Amateurscout Live. Ich begrüße euch recht herzlich, Dienstagabend, 19 Uhr. Wie jede Woche haben wir auch heute wieder einen sehr, sehr interessanten Live-Gast bei uns, wo wir ein bisschen über Fußball sprechen wollen, wo wir über sein Tätigkeitsfeld sprechen wollen und wo wir mit euch gemeinsam Fragen beantworten wollen, was den Fußball betrifft. Es sind schon die ersten live dabei. Wir werden natürlich auch immer wieder einen Blick in den Chat machen und werden ja, die Leute, die uns bekannt sind, begrüßen bzw. ja, eure Fragen beantworten. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christian Bock. Ich bin Gründer von Amateurscout. Wir sind normalerweise eine Plattform, die am aktuellen Meisterschaftsprogramm der Vereine sozusagen den Part der taktischen Videos bzw. der Videoanalysen für die Fußballvereine übernimmt. Jetzt in der Corona-Zeit sind wir auch leider zum Zusehen gezwungen und deshalb wollen wir die Zeit nutzen und in so Live-Interviews ja, den Fußball mit euch besprechen, was so los ist und welche Aufgabenbereiche unsere einzelnen Gäste ausfüllen. Ja, das ist eben das Ziel und unser heutiger Gast, der kennt den Amateurfußball ja nicht nur von der Seite des Verbandes, sondern auch von der Seite des Vereins. Sein Stammverein ist ja der SCU Adacker und da grüße ich natürlich schon die Ersten, die da zuschauen. Haben wir immer viele Leute von Adacker dabei, die unsere Live-Interviews anschauen. Er war da im Nachwuchs tätig, er war als Trainer, als Jugendleiter, er war als sportlicher Leiter tätig. Dann war er Obmann der Jugendgruppe Ibstal sowie Obmann Stellvertreter der Jugendhauptgruppe West. 1993 wechselte er dann zum Niederösterreichischen Fußballverband und seit 2013 hat er jetzt die Funktion des Geschäftsführers inne. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Heimo Zechmeister. Danke, Heimo, für deine Zeit und dass du dir in dieser schwierigen Zeit für uns Zeit nimmst. Schönen guten Abend, gerne. Irgendwo auch eine Möglichkeit, dass der Verband seine Anliegen bzw. auch die Anfragen der Vereine nicht nur einzeln, sondern auch vielleicht in einer größeren Gruppe beantworten. Ja, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, lieber Heimo, dass ja, der Verband, der sicherlich manchmal in der Kritik steht und sicherlich viele, viele Interessen unter einem Hut bringen muss, dass du dir da heute wirklich für uns Zeit nimmst. Ja, es sind schon sehr viele Live-Gäste hier, mehr als 20 Live-Gäste haben wir schon. Der Marco Heidemann sieht uns zu, der Joachim Grenn grüßt uns. Der Wolfgang Reisner, der wünscht uns einen schönen guten Abend. Auch er war schon bei uns live zu Gast. Der Philipp Bürzel grüßt den Heimo sehr herzlich. Der Anton Kohler, der Norbert Kimplinger, der René Meyer, der Freddy Bittler. Ja, Wolfgang Riesenhuber natürlich, SCU Adacker, sieht uns zu. Freut mich, Wolfgang. Ja, ich hoffe, du bist schon herunten vom Brandstätter Kogel. Der Gerald Schweiger-Götsch von Ispertal ist dabei, der Rainer Hudler, Dominik Kaufmann, Werner Hackl, Novak Vucic, Gerd Beböck von Aschbach ist dabei. Ja, viele Leute, die heute interessant unsere interessanten Gast zuhören. Der Karl Simon, schönen guten Abend von der Schiri-Gruppe aus Baden. Das freut mich, Karl.
dass ihr auch zuschaut und dass die Gruppe der Schiedsrichter ebenfalls immer sehr interessiert dabei ist. Ja, Corona-Pandemie seit mehr als einem Jahr. Gehen wir auf die aktuelle Situation ein. Zuerst einmal würde es mich interessieren, wie hast du persönlich die Corona-Pandemie bis jetzt überstanden? Gesundheitlich gut, sonst schlecht natürlich. Wenn man Fußballfunktionäre oder Fußballspieler oder Begeisterte trifft, jeder Tag, wann geht's los, wann fahren wir endlich wieder an? Wenn wir das wüssten, wüssten wir mehr als alle anderen. Leider Gottes sind wir da immer nur die Beifahrer der Politik. Von uns aus sollte man seit gestern Meisterschaft spielen oder seit 2 Monaten Meisterschaft spielen. Nur leider Gottes, das können wir nicht steuern. Wir können die Voraussetzungen schaffen, das heißt in der Geschäftsstelle können wir schauen, dass wir morgen starten können und das können wir. Wir haben die Auslosungen so weit adaptiert, dass immer wieder nach hinten geschoben wird. Das heißt, wenn wir, wobei wir natürlich Eckpfeiler sowieso haben, wenn es bei uns heißt, Rennen geht los, sind wir sicher die nicht verhindern können oder nicht verhindern wollen, dass wir sofort Meisterschaft spielen können, wenn es der zeitliche Rahmen zulässt. Also der Verband ist bereit, ist auf der Seite der Vereine. Wir warten alle nur mehr auf das Okay sozusagen von der Bundesregierung. Wie war die Zeit in der Geschäftsstelle ohne Fußball sozusagen? In der Geschäftsstelle sind ja viele Angestellte. Hat es da auch sowas wie Kurzarbeit gegeben oder Homeoffice? Beim ersten Lockdown waren wir in Kurzarbeit. Das ist natürlich erstmalig in der Geschichte des Fußballverbandes passiert. Wir sind jetzt 110 Jahre alt, aber das hat es noch nie gegeben. Aber es war am Anfang nicht machbar. Erstens einmal nicht abschätzbar, wie es funktioniert. Deswegen wurden auch die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Die Trainer der Akademie, die ebenfalls mit uns mehr oder weniger zusammenarbeitet, ebenfalls in Kurzarbeit. Die Sportschule in der Bahn in Kurzarbeit. Das war nicht lustig. Jetzt waren wir dann nach der Kurzarbeit, also ab Juni wieder im Einsatz. Weil ja Meisterschaft, Auslosung, Vorbereitungen wurden ja alles durchgeführt. Dann waren wir den ganzen Herbst immer so mit Lockdown, Lockdown Light, Orange Ampel, Geisterspiele, Premier Geisterspiele. Und derzeit sind wir nicht in Kurzarbeit, weil wir immer noch hoffen, dass wir starten, weil wir gewisse Vorbereitungsarbeiten auch für die Generalversammlung haben, die ja ebenfalls verschoben worden ist. Also die Hauptversammlung des NFV steht ebenfalls an. Wir sind im Homeoffice, großteils. Das heißt, mehr als 3-4 Personen sind nicht in der Geschäftsstelle anwesend, aber das ist auch noch kein Problem. Das ist alle über E-Mail-Schiene und ihre Durchwahlkarten des Verbandes erreichbar. Ja, kurzer Blick in den Chat. Auch über die Landesgrenzen sieht man uns zu. Bundeslandgrenzen, der Christian Fürst vom SC Columbia Floridsdorf hat sich zugeschaltet. Der Dagmar Kalili vom ADACA natürlich ist auch dabei. Christian Heidenreich, Co-Trainer von Dominik Thalhammer beim LASK, sieht uns zu, das freut mich. Servus Christian. Herbert Wesserli natürlich auch dabei, im Verband kein Unbekannter. Ja, und wir sind heute mit Heimo Zechmeister, dem Geschäftsführer des Niederösterreichischen Fußballverbandes, beisammen. Wir werden gleich dann nochmal ein bisschen auf die Corona-Situation eingehen. Vorerst einmal gib uns einmal einen Überblick, wie viele Vereine sind in dem Fußballverband untergeordnet, von welcher Größenordnung sprechen wir, wenn wir vom Niederösterreichischen Fußballverband sprechen? Beim Niederösterreichischen Verband sprechen wir von 22% aller Fußballvereine in Österreich. Also wir sind ein gutes Fünftel von ganz Österreich. Wir sind der größte Fachverband von ganz Österreich, also im Endeffekt gibt es keinen größeren. Wir sprechen von knapp 500 Vereinen. Wir haben ungefähr 2200 Nachwuchsmannschaften. Wir sprechen von rund 60.000 aktiven Fußballern. Wir sprechen von noch 400 ungefähr Schiedsrichtern. Wir sprechen von 15 hauptberuflichen Mitarbeitern, teilweise auch in Teilzeit. Also da ist schon ein bisschen was los. Die aktuelle Corona-Situation, wie sieht es jetzt derzeit aus? Was ist jetzt der aktuelle Stand beim Niederösterreichischen Fußballverband? Es wird ja so viel gepostet und so viel Halbwahrheiten, sage ich mal, berichtet. Bitte gib uns einmal ein ganz genaues Update aus dem Verband. Was ist derzeit möglich für die Vereine und was
ist geplant. Was geplant ist, weiß ich nicht. Das entscheidet die Politik. Möglich ist derzeit das Training im Nachwuchsbereich mit 10er-Gruppen, mit Abstand. Individualtraining in allen Bereichen, also das Betreten der Sportanlagen zu Individualtraining ist gestattet. Das, was ursprünglich einmal verboten war, das gibt es nicht mehr. Das Training im BLAZ ist gestartet, weil es zum Spitzensport zählt. Das Training in den Akademien ist gestartet und das Training in den Bundesliga-Vereinen bis zur U11 ist ebenfalls mit Körperkontakt gestartet. Die Vorausschau ist schwierig, wenn wir derzeit gilt die Verordnung, wobei wahrscheinlich am Donnerstag das Ganze ein bisschen schwierig wird, wenn am ganzen Tag Ausgangsverbot herrscht. Wird schwierig werden, dass die Kinder trainiert oder zum Training gebracht werden, aber wir haben derzeit keine gegenteilige Verordnung oder Interpretation und wir sind der Meinung, solange wir nichts Gegenteiliges haben, können wir mal trainieren. Mhm. In dem Bereich muss zugelassen sein. Ihr wart ja einer der ersten Verbände, der ja von Anfang an einen klaren Plan festgelegt hat. Man hat ja schon gewusst, okay, passiert Folgendes, dann machen wir das. Wenn das passiert, machen wir das. Wie ist jetzt so der Plan? Also es schaut jetzt ja mal schlecht aus, dass die Nachtragsspiele noch stattfinden können. Jetzt müsste man laut Regulativ abbrechen, erneut, leider. Wie sieht dann das Regulativ vor? Gibt es einen Aufsteiger, gibt es einen Absteiger? Wenn wir abbrechen müssen, gibt es gar nichts. Dann ist die Meisterschaft abgebrochen und annulliert. Jetzt gibt es natürlich gewisse Tendenzen von Landesligavereinen, zum Beispiel eine Eingabe, dass zumindest ein Aufstieg in der Regionalliga geben soll, mit allen Variationen vom Playoff, 3 Vereine, 4 Vereine, 5 Vereine. Wir haben jetzt am 6. April eine Sitzung der Region Ost, wo die Präsidenten Wien, Niederösterreich-Burgenland und die Geschäftsführer der jeweiligen Verbände sich treffen, um einmal das ganze Szenario zur Regionalliga durchzuspielen, beziehungsweise von der Regionalliga in die Bundesliga. Da sind wir natürlich auch abhängig von der Bundesliga. Am 7. wird sich das Präsidium des NLV über diese Thematik unterhalten. Am 8. gibt es eine Sitzung der Paritätischen Kommission, die dann dieses Regionalliga-Szenario festlegt. Und dann werden wir eine Sportreferatssitzung und eine Vorstandssitzung haben. Das heißt, wir versuchen, die rechtlichen Bedingungen und Rahmenbedingungen zu schaffen. Ob das dann so oder so ausschaut, kann ich nicht sagen. Wir müssen rechtlich prüfen, ist es möglich, während der Meisterschaft urplötzlich ein Playoff einzuführen, damit man einen Aufstieg nach oben hat. Wir haben derzeit gültige Beschlüsse, die lauten, wenn die Herbstmeisterschaft gespielt wird, gibt es Auf- und Abstieg. Wenn die Herbstmeisterschaft nicht gespielt wird, gibt es einen Abbruch und bei einem Abbruch gibt es keinen Auf- und Abstieg. Das ist die derzeit gültige Bestimmung. Und nach der müssen wir uns jetzt einmal richten und mit den Vereinen gar nichts anderes derzeit als Hoffnung oder Nicht-Hoffnung geben. Das ist der derzeitige Beschluss. Wie schwer ist es eigentlich für dich als Funktionär in einer großen Verantwortung, hier so viele Interessen eines großen Verbandes sozusagen unter einen Hut zu bringen? Das ist nicht möglich. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht, weil wir nicht dazu da sind, um irgendwelche Begehrlichkeiten oder Nichtbegehrlichkeiten oder Interessen zu vertreten. Unsere Aufgabe ist es, nach den derzeit gültigen Bestimmungen das Ganze zu regeln. Weil wenn wir 500 Vereine haben, 20 wollen das, 20 wollen das, die anderen 460 vertrauen darauf, dass der Verband das macht, was den Bestimmungen entspricht, dann müssen wir uns auf die 460 verlassen. Ja, Herbstbeginn, schreibt der Herbert gerade in den Chat hinein, wird der 15.8. sein für alle Spielklassen. Starten wir dann mit einer ganz normalen Meisterschaft, voraussichtlich natürlich die aktuelle Corona-Situation lässt es zu. Gerne. Ja. Aber das können wir nicht sagen. Wenn wir mit Zuschauer, ohne Zuschauer mit, wir haben ja zum Beispiel diese Problematik jetzt, die wir haben, ist voriges Jahr, um Gottes Willen, wir brechen ab. Dann haben wir im Herbst die Möglichkeit gehabt, Geisterspiele zu spielen. Haben einige Vereine gesagt, die spielen wir nicht. Auch mit der Geisterspielprämie wurden sie nicht gespielt. Jetzt im Frühjahr haben wir gesagt, wir spielen zumindest die Herbstnachtragsspiele auch ohne Zuschauer, ohne Kantine. Da wird im Amateurbereich dagegen Gremo. Die einen sagen, das kann ich nicht, das will ich nicht. Die anderen sagen, Hauptsache wir spielen. Das ist genau diese Problematik, die wir haben. Du bringst alle 500 Vereine niemals unter einen Hut. Du bringst nicht einmal die Gruppen gescheit unter einen Hut, weil es sehr schwierig ist, wo die Interessen sind. Und ich sehe schon, dass in einem zweiten Klass oder in einem ersten Klass der Fußballer nicht einfach spielt ohne Kantine oder der Verein ohne Kantine und Zuschauer, nur damit sie die 22 bewegen. Das wird zu wenig sein.
weil der Fußballer will ja vor einem Publikum spielen. Er will es ja irgendwo präsentieren. Und in seiner Gemeinde präsentiert er sich als Fußballer. Und da haben wir die großen Probleme, die manche sagen, da brauche ich gar nicht spielen. Auch natürlich verständlich, der Karl Simon schreibt in den Chat, Karl, das können wir ganz kurz für dich beantworten. Ist es fix, dass wenn bis 18. April kein reguläres Training erlaubt wird, so wie einigen Berichten angekündigt, dass die Meisterschaft wieder abgebrochen wird oder kann es zu einer Verschiebung dieses Termines noch nach hinten kommen? 18. April ist einmal unsere Deadline. Wenn am 18. April ein körperloses Training möglich ist und das heißt, in einer Woche oder in zwei Wochen kann man mit Körperkontakt trainieren, dann muss man das neu evaluieren, muss man sich neu anschauen. Wir wollen Fußball spielen, wir wollen Auf- und Absteiger haben oder Aufsteiger nur, ist egal. Wir wollen im Endeffekt schauen, dass unsere Vereine Fußball spielen können. Jedes Monat, wo wir nicht spielen, ist ein schwieriges Monat. Also der Verband will, dass gespielt wird. Wir sind aber alles Beifahrer, so unser heutiger Gast. Ja, zum Dagmar Galili seiner Frage kommen wir dann, da spricht nämlich Adak an, da habe ich sowieso einen kleinen Teil dann auch vorbereitet, wenn wir auf dem Hemmo seine Laufbahn eingehen. Möchte aber nur einen ganz kurzen Blick machen auf die Sportschule Linderbrunn. Da bist du ja auch Geschäftsführer. Wie ist es da momentan? Wird es ja auch sehr ruhig sein. Du sitzt ja auch gerade in der Sportschule, wird es wahrscheinlich auch sehr ruhig sein. Finden derzeit Fortbildungen oder Trainerkurse oder irgend sowas statt? Ja, wir sind derzeit in Linderbrunn. Wir haben derzeit die Auswahl hier, die LAZ. Auswahl, die Sichtung für die nächste Auswahl, das ist gestartet, der Spitzensport ist gestartet. Wir haben Profi- und Junioren-Elite-Kurse des ÖFB hier. Wir haben Nachwuchsteams des ÖFB hier. Nächste Woche leider Gottes alle abgesagt, aber nächste Woche. Aber generell haben wir eine minimale oder ja, Mindestauslastung, dass wir mit Kurzarbeit mit Trotten rechnen. Was wir natürlich brauchen, da hilft uns ja nicht einmal einig, wenn die Gastronomie absperren darf oder die Hotellerie. Wenn wir nicht Fußball spielen können, wird nach Länderbrunn keiner kommen. Das wissen wir, dass man wegen der schönen Landschaft wenig Gäste lukriert, obwohl es wirklich schön ist da. Es hat da der Wahnsinnplatz gesagt, das ist wunderschön hier, aber die Vereine, die zu uns kommen oder die Gäste, sind zu 90% Fußballtrainingslager und die wollen da trainieren. Und wenn wir trainieren dürfen, bin ich mir sicher, dass die Vereine wieder kommen, weil wir auch noch für sich nur alles bieten, was ein Verein braucht. Wenn wir nicht trainieren dürfen, dann werden wir wahrscheinlich auch ein großes Problem. Weiß ich ja auch aus meiner Zeit als Kampfmannschaftstrainer, war ja auch einige Male in Linderbrunn oft schwierig gewesen, da einen Termin zu bekommen, immer gut ausgebucht. Linderbrunn, die Sportschule, hat sich ja in den letzten Jahren ja massivst auch von den Hotelleistungen und so weiter her total richtig gut verbessert und es ist wirklich zu jeder Jahreszeit dort spitze ein Trainingslager abzuhalten. Ja, aktuelle Fördermöglichkeiten, kannst du uns da vielleicht auch noch einen kurzen Einblick geben? Wir haben ja schon reden, dass die Vereine keine Einnahmen haben und so weiter. Die Kosten müssen ja trotzdem gedeckt werden. Es sind ja alles Non-Profit-Vereine. Werden die Vereine derzeit gefördert? Ja, eben durch den Non-Profit Organization Fonds, der im Endeffekt verhältnismäßig gut funktioniert. Die Vereine, die dort aufgesucht haben, haben auch alle das Geld bekommen, nehme ich einmal an. Zumindest haben wir nichts Gegenteiliges gehört. Wir vom Verband sind ebenfalls eine NPO-Organisation. Das heißt, wir sind sehr beschränkt mit unseren Möglichkeiten, den Vereinen entgegenzukommen. Was wir machen, ist jetzt wieder den Verbandsbeitrag auszusetzen. Das haben wir wieder gemacht. Alles andere an Förderungen, Subventionen ist, wir können nach wie vor Sportplatzbauten fördern und man soll nicht glauben, auch das passiert zurzeit. Manche Vereine nutzen das sehr wohl, um Umbauten oder Renovierungen durchzuführen. Aber dass wir den Vereinen Geld geben können, ist leider Gottes derzeit nicht möglich, weil wir selber keine Einnahmen haben in gewissen Bereichen. Was natürlich wie gesagt, die Vereine sollen möglichst sicher ansuchen beim NPO-Fonds. Beim ersten Lockdown waren teilweise auch noch manche Spielervereinbarungen etwas problematisch. Da dürften aber die Vereine gelernt haben, weil da hört man eigentlich weniger, dass jetzt die Spieler nur die Lust daheim
vielleicht 10 Liegestütze machen, eine Entschädigung. Das hat man dann auf sogenannte Aufwandsentschädigungen und genau. Wo kein Aufwand, da kein Geld. Genau. So kann man das zusammenfassen. Kannst du von Verbandsseite irgendwas sagen, weist da derzeit irgendwas auf ein Vereinssterben hin? Derzeit hören wir wenig. Das sagt aber nichts, weil wir sind immer die Letzten, die da fahren. Die Problematik wird wahrscheinlich schon sein, dass die Motivation der Spieler, auch der Funktionäre, die jetzt da ein Jahr in Rosen waren, wo nichts passiert, oder die Spieler, die im Endeffekt daheim am Anhüpfen oder Waldläufe machen und kein Training haben, auch im Nachwuchsbereich, die Gefahr besteht, dass uns diese Spieler irgendwann einmal abhanden kommen, weil es rein oder die Frau sagt, du pass auf, ohne den ist es Asche gegangen, haben wir jetzt mit irgendwas anderes machen können, haben wir am Anschluss der Kugelgrenze. Also im Endeffekt irgendwas anderes ist durchaus möglich und das können wir noch nicht abschätzen. Und deshalb sage ich, jedes Monat, wo wir nicht spielen, ist ein Problem. Jetzt muss man sagen, die Corona, und jetzt bin ich auch schon bei meiner letzten Frage, was das leidige Thema eben Corona anbelangt. Aufgrund dieser leidigen Corona-Pandemie siehst du dann aber trotzdem irgendwelche Chancen auch für Vereine und Verband aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen? Gestärkt ist relativ. Wir haben natürlich im Verband auch aufgrund des ersten Lockdowns und einiger Kritik, die wir bekommen haben, uns mit einer Kommunikationsagentur zusammengetan. Wir haben gewisse Presseaussendungen professionalisiert, das hat sowohl den Ön gesehen als auch andere, die gesagt haben, jetzt kommt da ein bisschen was. Wir haben daraus gewisse Schlüsse gezogen und für uns auch umgesetzt. Ob ein Verein, wo dann die Spieler oder die Funktionäre davon erinnern, großartig profitieren kann, war nicht zu bezweifeln. Jüngstes Beispiel, Thomas Hochauer vom SCU Kilb, der jetzt leider noch hervorragende Arbeit sein Amt niederlegt aus privaten Gründen und zeitlichen Gründen. Es ist einfach zu befürchten, dass einige Spieler was anderes gefunden haben in der Zeit. Ne? Genau so ist es. Und Funktionäre. Gut, der Herbert Wessele hat noch eine Idee hineingebracht für das heutige Interview. Herbert, diese Ideenwettbewerb habe ich noch bei mir am Plan, werden wir natürlich besprechen. Der Tagwerker-Lilly schreibt, dass mit dem Playoff in der Landesliga, da steigt dann einer auf und dann wäre die Landesliga nur wieder 14 Vereine. Sie wollen aber mit 16 spielen und genau das ist, was der Heimer gesagt hat. Es ist schwierig derzeit zu klären. Das wird in verschiedensten Gremien geklärt und dann nach dem Regulativ entschieden. Der Tag ist übrigens ein Obmann reden, der hat eine andere Meinung. Ah, okay. Gut. Der Karl Simon schreibt noch, wie wäre die Lösung, wenn die Herbstmeisterschaft doch noch fertig gespielt werden könnte? Dies aber aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Nachtragsspiele zum Beispiel nicht aller Klassen möglich wäre. Wir haben klar beschlossen, wenn ein Großteil der Meisterschaft fertig gespielt wird und 1, 2, 3, 4 Klassen nicht, dann werden in diesen Klassen keine Auf- und Absteiger sein, die nicht fertig sind. Aber von unten nach oben gibt es Aufsteiger, dann werden diese Klassen aufgestockt. Das heißt, man will nicht, wenn es zum Beispiel die erste Klasse noch, ich sage es jetzt nur, weil die mit Abstand die meisten Nachwuchsspiele haben, wenn die erste Klasse noch nicht fertig werden sollte, dann würde es unfair sein, wenn die unterliegenden zweiten Klassen, die fertig sind, keinen Aufsteiger hätten. Deshalb wurde im Vorstand beschlossen, dann würden die aufsteigen und die erste Klasse Nord wahrscheinlich dann auf 18 oder 19 aufgestockt werden, was eine völlig andere Meisterschaft mit uns bewirken würde. Aber das wäre die Planung, weil es kann nicht sein, dass ein oder zwei Klassen dann eventuell, weil es nicht fertig geworden sind, die komplette Meisterschaft annullieren können. Ja, da schaue ich gerade hinein, da kommt ein langer Post vom Roland Hallas, den werde ich mir während unserem Gespräch dann durchlesen und werde dann gegebenenfalls die Frage weiter. Ich möchte jetzt weg vom leidigen Thema Corona hingehen, ich möchte mal gerne die Person Heimat Zechmeister kennenlernen. Wer unsere Interviews verfolgt, der weiß, wir wollen auch die Personen dahinter kennenlernen.
Kannst uns du einmal ein bisschen was von deinem sportlichen Background erzählen? Von wo kommst du her? Wo hast du deine Fußballschuhe zerrissen? Und ja, wie bist du so sozusagen zum Verband gekommen? Die Fußballschuhe zerrissen habe ich nicht lange. Ich war in Böhlerwerk zu dem Zeitpunkt zu Hause. Da hat Böhlerwerk in der Regionalliga gespielt. Aber nur in dem 10-11-Bereich. Dann habe ich eine Blinddarmoperation gehabt. Dann ist die Schule dazugekommen. Dann hat die Eltern das übrigens gesagt: Schule geht vor, Fußball hören wir auf. Dann habe ich aufgehört ins Fußballspielen. Bin dann nach Adak übersiedelt und habe dann dort mit 19, 20 Jahren das Ganze wieder mal gepackt. Und habe dann dort angefangen, Trainerausbildung zu machen, Nachwuchstrainerkurs, Landverbandstrainerkurs. Bin dann nachgefolgt dem Land Solberg als Jugendleiter, habe dann einige Turniere dort organisiert, bin dann vom Zellhofer Josef, vom Vater von Georg, angesprochen worden, ob ich nicht in der Jugendgruppe Ibster mitarbeiten will. Statt ihm dann Jugendgruppenhauptmann geworden, war in Ordnung noch immer zu diesem Zeitpunkt Jugendleiter, dann sportlicher Leiter. Und dann Birnberger Franz oder mit dem Birnberger Franz, das war dann so, da waren wir so 3, 4 Jahre zusammen. Anschließend habe ich dann, oder zu dieser Zeit habe ich auf der PH in der Städten gearbeitet und dann ist am Fußballverband ein Sekretärsposten ausgeschrieben worden, 1993. Da habe ich mich dann beworben und wurde dann genommen. Ja, da habe ich dann meine Karriere im Strafausschuss, also Vorbereiten von Akten, Protestkomitee, ich habe dann im Meldewesen im Endeffekt alles durchgemacht, was es im Verband an Arbeit gegeben hat. Und 2013 wurde ich dann, also 2012, wurde ich dann vom Vorstand als Nachfolger von Hans-Werner Wieland zum Geschäftsführer gestimmt oder erkoren oder wie auch immer man das bezeichnen will. Außerweg. Auserwählt unter dem Präsident Binder, der damals gesagt hat, er will mich haben, nachdem man mit zwei, drei Kandidaten gesprochen hat. Und 2015 bin ich dann in Hans-Werner Wieland auch noch als Geschäftsführer des Sportgerichts Bonn angetreten. Und ja, das war mein Werdegang. Waren das große Fußstapfen noch von Herrn Wieland, der doch von 1987 bis 2013 dein Vorgänger war? Es gibt erst drei Geschäftsführer. Ich bin der dritte in der ganzen Ära. Das erste war der Karl Sippel. Gott hab ihn selig, der eine Legende war, dann war der Hans-Werner Wieland, der eine Legende war, und jetzt, wobei, große Fußstapfen sind es immer, nur jeder hat seinen eigenen Stil und es hat sich auch die Zeit geändert mit EDV, mit Fußball Online, mit ganzen Geschichten, was er an Daten spielt, und ja, war vielleicht nicht ganz einfach, was aus dem Kollegenkreis kommt, aber das war, glaube ich, ganz gut. Gut, ich muss jetzt trotzdem nur auf die zwei Posts eingehen, vom Roland Hallas und vom Gerald Schweiger-Götsch. Vielleicht kannst du uns da eine kurze Auskunft geben. Da geht es über die Übertrittszeit von Spielern. Sie haben im Sommer und Winter Übertrittszeit Spieler auf Leihbasis geholt und die haben eine Leihgebühr zahlen müssen. Und wenn sie jetzt aufgrund Corona einen Meisterschaftsabbruch geben würde und sie hätten keine Minute gespielt, wäre das dann möglich? Gibt es da die Rücküberweisung oder wie wird das mit dem finanziellen, die Leihgebühr, wird das für die kommende Saison zu gut Leider geschrieben? nicht. Wenn er sich beim ersten Trainingskreuzbandriss reißt, gibt es auch keine Rücküberweisung. Dieses Risiko ist leider Gottes nicht von uns abdeckbar. Ob es versicherbar ist, weiß ich gar nicht, wie kann man sich das vorstellen. Wir haben Übertrittszeiten gehabt. Wir gehen davon aus, dass wir Fußball spielen. Die Vereine haben ohne guten Glauben gehandelt und kann mir nicht vorstellen, also der Verband hat überhaupt die Möglichkeit einzugreifen. Kann man sich vorstellen, dass sie da irgendwas ergeben könnten. Okay, also schaut eher schlecht aus. Der Gerald Schweiger-Götz schreibt, zwei Fragen beschäftigen fast alle Vereine. Erstens einmal die Finanzen und die Angst, dass die Spieler nach der Pandemie weniger werden. Hier könnte bzw. müsste der Verband den Vereinen behilflich sein. Zum Beispiel erstens mit einer Pönalbefreiung bei Nichtantreten der U23. Dieser Bewerb hat in dieser Form aktuell wenig Sinn. Zweitens Einführung der Relegation, um für mehr Einnahmen der Vereine zu sorgen. Durch die Relegation bleibt die Meisterschaft für mehr als die halbe Liga bis zum Schluss spannend. Was Was ist sagst du das zu für heuer oder dem? für die Zukunft?
Für heuer oder für die Zukunft? Wahrscheinlich für die Zukunft. Gehen wir mal aus für die kommenden Meisterschaften, dass der Gerald das meint. Die Relegation haben wir bereits gehabt. Die hat sich teilweise auch bewährt. Die macht aber nur dann einen Sinn, wenn ich einen Zweierunterbau habe. Das heißt, pro Klasse zwei Klassen darunter. Wir haben aber leider Gottes in manchen Klassen einen Dreierunterbau. Der Dreierunterbau wird schwierig. Wer relegiert? Gegen wen? Wer steigt auf und wohin? Wer steigt wohin ab? Und das sind die Probleme der Relegation. Das wissen wir. Ich war selber damals dabei, wie Adag relegiert hat gegen Furt. Das waren Volksfeste. Aber die Problematik ergibt sich derzeit mit dem Dreierunterbau, mit der nicht klaren Zuordnung der Absteiger und der Aufsteiger. Schon mit der klaren Zuordnung, aber es kann jetzt passieren, dass aus der ersten Klasse West zwei in die zweite Klasse Y aufsteigen. Dann wird die Relegation zu Pass. Und das sind die Probleme, die wir derzeit haben. Aber wir sind gerne, der Ideenwettbewerb ist ja noch nicht abgeschlossen. Der Gerald wurde probiert aus, wie er abgespielt damals. Wir sind gerne dazu bereit, solche Ideen nach wie vor aufzunehmen. Aber wir brauchen ein Konzept. Und wenn er ein Konzept hat und wenn er eine Idee hat, dann soll er es uns bitte schicken. Gerald, ganz klare Aussage. Durchaus interessant. Bitte, es gibt da einen Ideenwettbewerb beim Niederösterreichischen Fußballverband auf der Homepage unter Ideen reingehen. Da ist das alles beschrieben. Der Wettbewerb ist zwar mit 15. März hat er geendet, aber man kann trotzdem weiter seine Ideen einbringen und das Angebot auf den Verband zukommen. Gerald bedankt sich auch recht herzlich für deine Antwort. Und gemeinsam ein Konzept ausarbeiten und das kann nur für den Fußball gut sein. Gut, verfolgst du noch den Weg von Adaka? Der SCU ist ja ein Vorzeigeklub im Mostviertel. Bist du öfters am Platz? Hast Kontakt mit den Leuten dort? Sicher. Am Platz bin ich seltener, weil zur Zeit ja das eher und auch vorher gesagt, die Zuschauer eher weniger war. Aber ich gehe nach Hardwerker am Platz nach wie vor, keine Frage. Ich gehe noch am Städten, ich gehe auf mehrere Plätze zurzeit. Oder wenn ich darf, zurzeit darf ich ja nicht. Und natürlich habe ich Kontakt mit Hardwerker und wenn ich raushauen ist, Riesenhörerhut, die rufen natürlich, wenn es irgendwas gibt, natürlich bei mir an. Und alles kann mich jeder anrufen. Es muss nicht unbedingt am Mitternacht sein, aber ich bin erreichbar in Bürozeiten und meine Telefonklappe ist nicht geheim. Und ich bin auch nicht nur dazu da, hier Auskünfte zu geben, sondern. Aber 90% der Anfragen, die ich bekomme, gebe ich dann an meine fachlich fundierten Mitarbeiter weiter. Was machen die Ordokaraner besonders gut, dass die mit so einem kleinen Ort schon über 20 Jahre in der Landesliga spielen und immer vor, also jetzt in den letzten Jahren immer vorne dabei ist? Was machen die da besonders gut? Das ist jetzt für mich schwierig zu beantworten, weil da muss ich ja sagen, dass andere immer schlecht machen. Nein, muss man nicht. Nein, aber in Ordnung war es halt schon immer so, dass man gesagt hat, man war eine Gemeinschaft, eine verschworene Gemeinschaft, ein kleiner Verein und da waren halt die dritte Halbzeitgespräche genauso wichtig oder nach dem Training diese Gespräche. Da sind halt die Fetzluft damit geflogen, aber man hat sich zusammengerauft, wie man so gesagt. Jetzt ist es vielleicht nicht schon ein bisschen schwierig, aber es geht immer noch mit einem gewissen Kern und eins muss man schon sagen, Nachwuchsarbeit ist in Ordnung immer großgeschrieben worden und die haben es nach wie vor, dass verhältnismäßig gute Nachwuchsarbeit haben. Obwohl die Konkurrenz im Umgebung ja mit am Städten und so weiter nicht irgendwer ist. Aber das, glaube ich, ist schon eins für die Fundamente und die Funktionäre kontinuierlich bleiben. Da ist nicht ständiger Wechsel, sondern der Wolf ist schon ewig um 3 Jahre. Der Neuhauser, den gibt es, glaube ich, nur mehr im Verein. Noch ein Spieler, gleich Funktionär geworden. Der Taki pflegt da den Rosen schon ewig. In jedem Stadion. Also, das ist natürlich gerade bei so einem Verein, ohne dass ich irgendwen zahlen muss. Da tue ich mir leichter, weil dann habe ich das Geld, das ich habe, kann ich dann für was anderes verwenden. Aber wenn ich das Geld natürlich auch noch irgendwo dann für einen Platzwart brauche oder für Gemeinde, die was zahlt, oder, das wird dann immer schwieriger. Das macht nichts. Wir sehen die ganz gut, Hermann. Kann man durchaus sagen, das Ehrenamt wird in Adaka sehr hoch gehalten. Nicht nur in Adaka. Ja. Ehrenamt gibt es im Fußball überhaupt nicht mehr. Also wenn wir sagen, jeder Verein, der keinen ehrenamtlichen Mitarbeiter hätte, der kann nicht existieren. Das sieht man in der Bundesliga. Die Bundesliga-Vereine haben zwar hauptberufliche oder bezahlte, aber im Endeffekt leben es trotzdem von den Leuten, die in der zweiten Reihe im Notwuchs oder wo auch immer arbeiten. Ehrenamt im Sport generell, im Fußball sowieso auch,
kann man nicht vorstellen, dass irgendein Verein in unteren Klassen einen Platzwart zahlen muss oder zahlen kann. Vielleicht einmal irgendwann einmal keine Aufwandsentschädigung für irgendwas. Aber wenn ich jede Stunde, die der Platzwart oder die der Zeugwart oder die Pressenwascherin oder die Damen, die Kabinen oder die Herren, die Kabinen putzen, die Kabinen, Damen und Herren, das wird es nicht spüren, das wird es nicht erzeugen können. Und aus dem Grund glaube ich, das Ehrenamt ist, davon lebt der Sport und vor allem auch der Fußball. Also ein Aufruf an alle Vereinsverantwortlichen, wir müssen schauen, dass das Ehrenamt sehr, sehr hoch gehalten wird. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind ein ganz, ganz wichtiger oder nicht wegzudenkender Teil. Der Karl Simon, ich muss jetzt immer ein bisschen mit den Fragen kommen, immer jetzt vom Thema her ein bisschen in die andere Richtung. Da muss ich immer ganz kurz eine fragen. Der Karl Simon würde nur gern wissen von dir, wenn es einen Spielabbruch gibt, wie die nächstjährigen ÖFB-Cup-Teilnehmer bestimmt werden. ÖFB oder NÖ? ÖFB. Das weiß ich genauso gut oder wenig wie die Regionalliga-Aufsteiger. Das können wir zurzeit nicht sagen. Das sind lauter so Geschichten, die wir nicht beantworten können. Das ist der Worst Case. Wir spielen den NÖ-Cup schon 2020. Admirale für Sponsor, die uns im Endeffekt wirklich unterstützt, aber irgendwann sollte man mal liefern. Mhm. Ganz klar. Ja, du hast den Weg des Funktionärs gewählt. War für die der Weg des Trainers oder so irgendwann mal Thema? Oder hast du gesagt, nein, mich interessiert eigentlich immer schon dieses, wie ein Funktionär werden? Nein, ich habe schon trainiert. Ich habe in Radacker Nachwuchs trainiert. Wir sind mit der 18 damals Vize-Landesmeister geworden. Da sind ganz gute Fußballer, wie Solveig, Matthias, Bübel, Thomas, der Nationalteam gespielt hat, rausgekommen. Also wir haben, ich habe schon die Trainerkarriere auch gemacht, nur das ist eine zeitintensive Geschichte. Und wenn du dann irgendwann einmal, wie es dann nach Wien im Bahn fährst, jetzt einmal war dann überhaupt nicht mehr gestartet, überhaupt eine Funktion auszuüben beim Verein oder bei irgendjemandem, weil es kannst du noch hauptberuflicher Mitarbeiter geht nicht, was auch logisch ist, weil den Informationsvorsprung, den du da hast, könntest du ja irgendwo einsetzen. Aber als Funktionär hat man noch immer ein bisschen mehr Freizeiteinteilung als ein Trainer, der gewisse Zeiten da sein muss. Und genau das ist, glaube ich, das Problem bei den Spielern, die im Fußball da sein müssen. Im Tennis kann er sich selber aussuchen oder wenn er mit dem Trainer mal Stand verschiebt, aber im Fußball ist das halt. Und das Traineramt ist, glaube ich, eins für die Anstrengeren. Du hast Verantwortung, du bist aber genauso wie jeder Spieler. Bist aber trotzdem auf der Bank irgendwo einer und wenn es gewinnen, schießt der Torschütze Nummer 9 die Tor und wird gefeiert und der Trainer, ja super, wenn du verlierst, bist du der erste Beginn. Ja, ich habe einmal einen Interviewpartner gesagt, der hat gesagt, wenn du einen Vertrag als Trainer unterschreibst, hast du auch schon deine Kündigung gleichzeitig unterschrieben. Ist da, wird da im Amateurfußball oder im Breitenfußball oft zu schnell gehandelt von den Funktionären, dass man da so Trainerwechsel im Breitenfußball so wie in der Bundesliga vollzieht? Was ist da dein persönlicher Meinung? Da sehe ich keinen Unterschied zwischen Bundesliga und Amateurbereich. Okay. Wenn eine Mannschaft dreimal schlecht spielt, war der Trainer schuld. Und wenn eine Mannschaft dreimal gut spielt, dann ist es sehr selbstverständlich. Das ist ja das, was wir fordern. Manche Vereine wissen aber dann immer, wenn es nicht mehr so ist. Und dann kommt erst zweites, dritte Mal und dann macht es der Co-Trainer. Und wenn ich mir in der Bundesliga anschaue, dass der Kapitäne Trainer austauschen, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Hm. Gut, kommen wir zu deinen Aufgaben als Geschäftsführer. Seit 2013 hast du diese Position inne. Kannst du uns einen groben Überblick geben, was macht eigentlich ein Geschäftsführer im niederösterreichischen Fußballverband? Die Geschäfte führen. Ja. Na, was macht der Geschäftsführer? Ich bin im Endeffekt für die hauptamtlichen Mitarbeiter verantwortlich, personalmäßig, arbeitsmäßig, einteilungsmäßig, Urlaubsplanung, Urlaubsverwaltung. Ich bin das Bindeglied zwischen Vorstand, Präsidium und den hauptamtlichen Mitarbeitern. Ich bin Ansprechperson für Funktionäre, für Trainer, für irgendjemanden, weil vielleicht irgendwer mal mit den Mitarbeitern wirklich hat. Das kann ja auch mal passieren. Es ist ja nicht immer einfach, bei uns im Job zu arbeiten, von beiden Seiten her nicht Anruf. Und das haben wir zu 90% oder schön im Griff. Aber generell ist, wie gesagt, der Ablauf, der reibungslose Ablauf der Geschäftsstelle, meine Hauptaufgabe. Koordinieren der Mitarbeiter, Besprechungen. Wir haben im Endeffekt sehr guten Kontakt und das funktioniert auch ganz.
ganz perfekt mit meinen Mitarbeitern, wo jeder weiß, was er zu tun hat und das im Endeffekt ja ganz klar geregelt ist und wir haben dementsprechend das Organigramm, wo genau drin steht, was ist. Ich bin natürlich auch für die Finanzen verantwortlich, gemeinsam mit dem Kassier oder mit dem Finanzrat und dem Vorstand und das ist natürlich schon wieder eine Aufgabe, weil so ein kleiner Betrieb sind wir dann auch wieder nicht mehr. Wenn man sich unseren Rechenschaftsbericht anschaut, sind wir da auch keine Umschau, wo ein bisschen Geld auch sonderlich, beziehungsweise eine Besonderheit beim Niederösterreich-Verband ist, dass ich natürlich mal zu den Verbandgeschäftsführer bin, das auch ein Betrieb ist, der 100% Tochter des Fußballverbandes ist. Und ja, die Akademie gehört auch noch zu uns, da bin ich aber nicht Geschäftsführer tätig, sondern als Kassier, also da bin ich Funktionär. Mhm. Hast du lange Ich bin aber auch das Bindeglied zum ÖFB in gewissen Gremien und auch das Bindeglied zum Land in gewissen Gremien, wo ich drinnen sitze als Vertreter des Verbandes. Und vertrete den Verband auch noch außen in gewissen Bereichen, wo ich vom Geschäftsführer oder von der Geschäftsordnung her vor den Aufbau kann. Das ist ja eine große Verantwortung, die du da tragst. Hast du lange überlegen müssen, wie die Möglichkeit bestanden hat, dieses Amt zu übernehmen? Nein, ich habe mich beworben. Ich wollte es machen und habe mich beworben. Und das war ein Gespräch daheim mit der Familie einmal. Da haben wir natürlich schon gewisse Sachen anders oder ein bisschen anders in der Öffentlichkeit steht teilweise und auch was man nicht daheim ist, aber im Endeffekt war das eine Bewerbung, wie ich die Bewerbung abgegeben habe, war mir klar, dass ich das machen will. Jetzt kenne ich solche Bewerbungen, ich arbeite auch in einer großen Firma, in einer Non-Profit-Organisation, so wie sie da verbandet ist. Jetzt weiß ich, dass man, wenn man sich für einen Job bewirbt, muss man Zukunftsvisionen vorlegen oder Ziele für deine Aufgabe, mit welchen Zielen bist du an diese Tätigkeit herangegangen? Das erste war, weil ich gesagt habe, was jetzt da die letzten 100 Jahre gerannt ist, kann man nicht auf anderen Rundern, dran muss man auch nicht. Fußball hat sich in den letzten Jahrzehnten bewährt, in der Form, wie er gespielt worden ist, hat er vor Adaptionen gemacht, Dreibankgeräge, blaue Karten, wieder abgeschafft und so weiter. Was mein Ziel aber schon war, ist, sich immer den Neuen nicht zu verschließen. Das heißt, EDV-mäßig, da war ich in der EDV-Gruppe damals dabei, ich war da auch Administrator EDV-mäßig. Das war für mich schon ein Ziel, dass man gesagt hat, das kann sich heute ja keiner mehr vorstellen, dass man jedes Spiel auf Blankett ausgeübt hat, für erste Reserve, U16 und so weiter. Das hat man dann genommen, hat sich in der Kurve eingeschnitten und hat es dann weggeschickt an die zuständige Gruppe. Und das ist das, wo ich gesagt habe, wenn wir das anders machen können, warte, vielleicht ist es. Ja, das ist wunderbar. Wenn wir das machen können, dann werden wir uns dem nicht verschließen. Und ich glaube, dass der Fußballverband, der ÖFB, mit seinen Landesverbänden, der aufgestellt worden ist, und dass der Niederösterreichische Verband, wir waren nicht die Ersten, die dabei waren. Das ganze Oberösterreich gestartet, dieses Projekt Fußball online. Wir waren aber die, die dann gesagt haben, wenn wir starten, dann soll es funktionieren. Und wir haben damals logistisch 550 oder 600 Laptops bei einer Hauptversammlung ausgegeben, innerhalb einer Stunde. Wir haben den jeden Verein zur Verfügung gestellt. Und das, glaube ich, war eine Meilensteine, das war zwar noch vor meinem Jahr, aber das war eine Meilensteine, wo man gesagt hat, bis zum Weg muss man weitergehen. Und wenn heute eine neue Idee kommt, dann schaut man sich das einmal an. Da ist der Präsident Gartner auch einer, der sagt, schauen wir uns das einmal an. Reden kann über alles. Und schauen wir uns das einmal an. Und wenn das halbwegs vernünftig oder realistisch ist, und das werden auch meine Mitarbeiter bestätigen können, dann schauen wir es uns einmal an. Und dann muss man mit den Vereinen fragen. Ich bin aber keiner, der irgendwelche Entscheidungen treffen kann. Das Funktionärswesen und das Funktionärs. Der Verband besteht aus dem Funktionären und seinen Gremien. Und wir sind die, die es umsetzen. Wenn wir eine Entscheidung vielleicht nicht dort zu 100% gefällt, muss es vertreten. Wir können das natürlich sehr wohl einbringen. Und auf Schickelgruber Wester, die Zechmeister mit 120 Dienstjahren, wird man schon ein bisschen gern. Ja. Fußball Online ist ja, wie du sagst, da entstanden. Hat sich durchaus bewährt, muss man sagen. Ne? Ja, ich glaube, das. Es hat sich bewährt, aber es hat natürlich auch einiges gezeigt, dass manche Unregelmäßigkeiten im Reservebewerb zum Beispiel, die am Anfang noch vorgekommen sind, sich aufgestellt haben. Das geht heute nicht mehr. Weil man unterschätzt, oder man hat am Anfang unterschätzt, die Öffentlichkeitswirkung einer solchen Plattform. Und wenn jeder nachschauen kann, dann kommt der Spieler her und sagt, ich habe aber nicht gespielt. Oder wenn teilweise dann Probleme auftaucht sind, weil der Firmenchef sagt, er war im Krankenstand, der Spieler hat sich aber gar nicht gespielt, dann hat man gemerkt, was da ist. Aber natürlich, dass noch diese Plattform Nobla Ola, sind wir im Endeffekt von der Öffentlichkeitswirksamkeit die Nummer 2,
dass die was braucht, da brauchen wir nicht drüber reden. Und wie einfach es heute ist, Spiele nachzuvollziehen, Chroniken zu schreiben oder ähnliches, das war auch ganz klar, das gute definierten kann. Mhm. Welche Themen möchtest du jetzt als Geschäftsführer in Zukunft noch in Angriff nehmen? Wo sagst du, das möchte ich noch in meiner Amtszeit auf die Wege bringen? Das ist erst einmal Corona weg. Das ist immer das Erste, was ich will. Das Zweite ist, den Verband so modern als notwendig, aber nicht übertreiben. Das Ganze bringt nichts, wenn man überdenkt. Wir haben in Niederösterreich ein bisschen andere Voraussetzungen als die Wiener, die auf einem Platz 3, 4 Vereine teilweise haben, die einen Internetempfang haben, der perfekt ist. Wir haben noch immer Regionen, wo es nicht so einfach ist, manche Sachen zu machen. Wir fahren jetzt in der Landesliga dieses RS Digitalprojekt, wo ich sage, ich versuche mit Kameras, mit KI irgendwo einmal zu filmen. Das ist ein Projekt, das starten wir auch nicht, ohne uns zu fragen. Das muss man sich alles anschauen. Vielleicht gibt es auch andere Varianten, vielleicht gibt es etwas Besseres, etwas Schlechteres. Aber diesen Sachen sollten wir nicht verschließen. Und wenn ich in 8 Jahren in Pension gehe und alles so und so passt, reicht es. Also, Heimo, Zechmeister möchte in den nächsten Jahren noch den Verband weiter modernisieren. Ich mache jetzt nochmal einen Blick in unseren Chat. Wir haben 45 Minuten unseres Interviews schon absolviert. Der Tagwerker Lilly hat noch eine Frage, und zwar wäre es wieder möglich, dass die Landesliga zu ÖFB-Cup-Plätzen kommt? Früher gab es Playoff unter den ersten 6 Mannschaften, oder geben die Regionalisten die Startplätze nicht her? Nicht her. Warum sie das hergeben? Die Landesliga will sie, ist ja ganz klar. Wer war auch legitim, wir haben früher mehr Startplätze gehabt, aber wer will nicht nur ÖFB-Cup spielen? Ja. Das ist das große Problem. Die Regionalligisten wollen genauso spielen als die Landesligisten, und die haben da schon Relegation gespielt und die haben alle Varianten gehabt, aber ÖFB-Cup-Plätze sind begehrt. Gut, dann der Christian Katzensteiner hat sich zugeschaltet. Anton Saric ist dabei, Florian Ettlinger, Hans van Duyckhausen ist dabei, der Wolfram Gruner, Robin Pfeiffer. Freut mich, dass der Robin auch einmal dabei ist, mein Ex-Tormann vom Blindenmarkt und Mauer. Der Gerhard Blank, Hauptgruppenobmann von der Westgruppe und Obmann vom Burgstall, hat sich ebenfalls dazu geschaltet. Freut mich. Der Milan Vukovic, Amateurtrainer des SK Amstetten und jetzt Co-Trainer der Kampfmannschaft, ist dabei. Die Susi Pölz und viele, viele mehr. Wir haben eine sehr, sehr gute Zulauf zum heutigen Gespräch. Ich bin heute mit dem Heimo Zechmeister live, und zwar der Heimo Zechmeister ist der Geschäftsführer des Niederösterreichischen Fußballverbandes. Wir sind jetzt gerade dabei, die Tätigkeiten des Geschäftsführers ein bisschen ins Bild zu rücken. Was macht deiner Meinung nach, Heimo, einen guten Funktionär aus? Herzblut. Der braucht Herzblut, um diese Funktion oder diese Tätigkeit auszuüben. Ein Funktionär, der nur schaut, was er erledigen muss, der wird nicht über kurz oder lang beim Verein gut ankommen. Der richtige oder der echte Funktionär haut sich rein. Der schaut nicht, wie spät es ist, der schaut nicht, ob es ringt, der schaut nicht, ob irgendwas anders ist, der schaut, dass das, was er erledigen will, erledigt wird. Das ist vom Rasenmähen bis zum Kabinenputzen, das ist von der Kantine bis zum Aufstellungen machen, der echte Funktionär schaut nicht auf die Uhr. Echter Funktionär schaut nicht auf die Uhr. Das ist ein eine gute Aussage. Jetzt gibt es ja im Fußball, das ist ja ein Sport, der so öffentlich wirksam ist, wie wenige andere auch sind. Also kein Sport hat so eine Publikumswirksamkeit und steht auch oft nicht nur der Trainer, sondern auch der Funktionär in der Kritik. So auch natürlich wahrscheinlich wird es dir genauso gehen, dass du manchmal Kritik abkriegst, aber sicherlich auch manchmal Lob abkriegst. Wie gehst du mit so Aussagen von außerhalb um, die deine Person betreffen, was Kritik anbelangt zum Beispiel? Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Funktionär in dem Sinn, sondern ich bekomme bezahlt dafür,
Damit bin ich ein bisschen kritikfähiger oder Kritik, kann mir auch Kritik auswählen, weil ich leidensfähiger geworden bin. Schmerzensgeld. Natürlich ärgert es dich. Also, halt, ich ärgere am meisten, wenn ich irgendwo ein Interview gebe oder irgendwas, dann fällt auch sonst aus diesem Interview. Das ist mir vor kurzem bei einer großen Zeitung passiert. Fehlt ein Satz und dann lasst der Geschäftsführer, der drauf war, schaut sich gar nicht an uns an, sondern der will nur das und das. Wobei das völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Aber da ärgert mich weniger die Kritik der Funktionäre, sondern ärgert mich die Vorgangsweise der Redaktion. Das ist das, was mich wirklich ärgert und es ist traurig, dass heute was wieder passt in der Kommentierung, dass man manche Redakteure schriftlich die Fragen brauchst und schriftlich beantworten musst, damit das Ganze so umkommt, wie du willst. Weil es ist nicht so, dass ich sage, die Vereine machen das und das falsch. Ich erkläre vielleicht, warum und weshalb, und dann nimmt er den Satz weg und pusht und dann steht da. Das ärgert mich. Aber wenn halt auch funktioniert und eins merkt man auch, wenn man persönliche Gespräche führt und wenn ein Anruf bei uns und mit dem redet, der wird am Anfang mit fürchten, wenn das Telefon ist. Ich glaube, du musst ja mehr Zeit behalten. Und die Schluss dann nicht nur des Öfteren passiert, dass danke für das Gespräch und das passt das, aber das habe ich von der Warte nicht gesehen. Also, es ist ja legitim, dass auch jeder funktioniert seinen Verein. Das haben wir wieder beim Herzblut, das ist sein Verein, für den kämpft er. Was mich ärgert, ist ungerechtigte Kritik. Und wenn ich jetzt sage, wir als Fußballverband fressen die Klot, die andere nehmen sollten und was die Politik ist, dann bin ich der Meinung, dass das nicht ganz korrekt ist und dann musst du irgendwann einmal den Fuß auslassen, oder so. Aber generell, ich war am Anfang viel mehr in Anführungszeichen angeredet, aber das fliegt mit der Zeit an, weil das ist irgendwann einmal zum Kuno. Ist da die Selbstreflexion auch ein wichtiger Faktor für dich? Natürlich, das ist ja keine Frage. Ich weiß genau, dass ich am Anfang manche Sachen aus dem Bauch aussah und das ist so. Man lernt, man soll ja mal drüber schlafen, man soll sich überlegen. Das lernt es mit der Zeit und das ist natürlich Selbstreflexion und auch die Kollegen haben es gerade gut vertraut. Oder auch die Präsidenten, wo die zwei Wege und du hast Zeit, das genügt mal einer. Man beantwortet das Ding, alles gleich. Solche Sachen wie heute sind kein Problem. Aber manche Sachen waren wirklich so hagelig, so dass alles gescheitert gekocht damit drin und so. Das ist recht geworden. Kann man das auch eins zu eins ummünzen auf einen ehrenamtlichen Funktionär am Verein? Das weiß ich nicht. Das ist schwierig, weil wenn ich mir noch ein Spiel, ein Interview anschaue im Fernsehen oder auch von den Nöner, ich war selber dann groß der andere Emotion. Und das dann sagst du nur beim Morgen, ja, wirst nicht schaffen, weil du willst ja das in dem Moment loswerden. Da ich bin natürlich jetzt da, nachdem ich nicht mehr bei einem Verein bezogen bin, tue ich mir ein bisschen leichter, dass ich sage, das ist nicht unbedingt die Entscheidung. Okay. Also lieber. Das ist mir schon wichtig, das ist mir schon so. Lieber mal eine Nacht drüber schlafen und nicht gleich aus der Emotion entscheiden. Hilft mir zumindest, ja. Hilft dir, gut. Siehst du generell das Ehrenamt ein bisschen in Gefahr bei uns in den Vereinen? Hat sich der Fußball zu sehr professionalisiert, vielleicht der Breitenfußball? Ich glaube nicht, dass sich der Breitenfußball professioniert hat. Gerhard Blank ist heute dabei, der hat schon immer wieder eins gesucht und da hat er nicht umgehen. Wenn drei Ministerien drei verschiedene Vorschreibungen machen, wer steuerpflichtig ist, wo was abgeführt werden muss und so weiter, statt dass sie irgendwo mal einen Ombudsmann findet, der sagt, ich habe ein Spiel angemeldet, der kriegt im Monat 800 Euro. Was muss ich nun ihm bezahlen? Solange sie dann jetzt für die Funktionäre spielen. Weil da steht jedes Mal vor der Zwickmühle, der will das von Ausland machen, der will das von Österreich machen. Da wäre es die große Problematik ist bei uns diese Unklarheit, wer ist für was zuständig, wo muss ich was hinzahlen, wo stehe ich nicht mit einem Fuß im Hebel, wo habe ich keinen Steuerschutz zu machen. Also ich glaube, die große Bürokratie ist für unsere Funktionäre viel mehr ein Problem, als wir die Professionalität im Amateurfußball. Die Kicker, die haben die Funktionäre im Krieg. Was nicht im Krieg haben, sind manche Aufgaben, weil manche Aufgaben auch schwierig zu umgehen sind. Ich möchte vielleicht ein Thema auffassen, was auch immer wieder Thema ist, das Thema Legionäre. Wie steht der Verband, wie stehst du dazu, dass man sozusagen diese Spieler aus den umliegenden Ländern reinholt und der eigenen Jugend, sage ich mal, einen Platz verbaut? Wie stehst du dazu?
Da gibt es zwei Meinungen von mir. Die eine Meinung ist die offizielle Meinung, die wir vertreten müssen oder nicht anders vertreten können. Du kannst es einem Tschechen, Slowaken, Ungarn, wen auch immer, der in der EU ist, nicht verbieten. Du kannst es auch keinem Verein verbieten, dass er will. Es gibt keine Beschränkungen mehr. Wir haben in Eigenbauspielern nur ein bisschen zahnlose oder sehr zahnweiche, wo wir im Endeffekt ein bisschen was beschränken wollen. Die zweite Variante oder die zweite Geschichte ist, wenn ich den eigenen Spieler nicht mehr hochziehe, wird er mal aufhören. Aber wir haben schon alles versucht. Gentleman Agreement. Wir machen das. Die Gentleman Agreement hört sich dann auf, wenn einer um den Aufstieg spielt und dann um den Aufstieg, weil dann ist der Gentleman vorbei und der holt seinen Spieler, um nicht abzusteigen oder um den Aufstieg zu fixieren. Und es gibt derzeit keine Möglichkeit, das waren Klagen, der Deutsche hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich in Österreich meinen Hobby nicht nachgehen kann. Ich will nur in einer ersten Klasse was befinden. Und wir haben ja gesehen, was Rosenmann bewirkt hat. Also manche Knochen sollten wir uns möglichst ersparen. Und derzeit lassen die nichts anderes zu, wenn man sagt, ist so. Wenn jetzt natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit wieder dann auftaucht, dass die dann einreisen werden und dann ausreisen werden, dann sieht man wieder, wie wichtig der eigene Notruf ist. Also kann man kurz, klar zusammenfassen, der Verband hat keine Möglichkeit, das zu beschränken. Der Verband hat keine Möglichkeit und ist auch nicht Aufgabe des Verbandes. Ja. Man hört immer von den Vereinen, dann müsste der Verband endlich einmal was unternehmen dagegen. Also auch eine Sache bitte mit dem Wettbewerb einbringen, wie sollen wir es beschränken, wenn es nicht einmal die Vereine selbst in den Klassen schaffen, das zu beschränken. Also mir in Österreich, wie kann ich einen Waldviertler Verein sagen, du darfst da 20 Kilometer entfernt kann nehmen und du musst dann von 100 Kilometer von Wien mit. Das wird der Waldviertler Verein nicht verstehen und nicht verstehen wollen. Und da sind wir wieder dort, dass wir 500 Vereine zu bedienen haben und wir in Niederösterreich ein völlig anderes Einzugsgebiet haben als in Deutschland. Also eine klare Feststellung hier seitens des Verbandes. Kurzer Blick in den Chat, sind noch immer sehr, sehr viele dabei, schauen sich immer wieder neue Leute dazu. Der Manfred Weinzierl ist dabei, der Luki Meissner, der Trainer des SC Zwettl ist dabei, der Michael Hübel, der Franz Höllmüller, der sportliche Leiter von Union Neuhofen, hat sich zugeschaltet und grüßt uns beide. Natürlich auch Grüße zurück, lieber Franz. Der Johann Klein schreibt schöne Grüße von den Schiris und danke für die Unterstützung. Der Gerhard Nowotny ist dabei und die Petra Müller, die schreibt Hallo Heimo, schöne Grüße von der Strava. Mir fehlt Linda Brunn. Uns fehlt auch Linda Brunn. Wenn du da warst, kommt man wenigstens wieder irgendwelche Urteile schimpfen. Kannst du uns ganz kurz sagen, wer oder was ist die Strafe? Strafenschutz. Das sind die Sitzungen, die bösen Buben vom Wochenende behandeln und die Petra Müller ist im Hintergrund, die Vorsitzende vom Strafenschutz, die dann am Mittwoch tagen in St. Pölten immer Donnerstag. Aber wir hoffen, dass wir irgendwann, aber eins muss man sagen, und wir haben auch sehr wenig Beschwerden über Schiedsrichterentscheidungen, also das funktioniert alles perfekt und wir haben auch keine Beschwerden über Strafenschutzurteile, weil wir keine haben. Sehr gut. Das ist sehr gut. Wo geht denn der Breitenfußball hin? Wo glaubst du, wird der Fußball in Zukunft oder wie wird der Fußball in Zukunft ausschauen in Niederösterreich? Gute Frage. Glaskugel hernehmen. Und wenn wir uns unsere Sitzungen, und wir haben genug Sitzungen mit den Hauptgruppen, die natürlich vor Ort sind, es gibt verschiedenste Szenarien. In manchen Hauptgruppen gibt es wenig Probleme mit der jetzigen Konstellation. In manchen gibt es die Konstellation, dass man sagt, es wird eine Kampfmannschaft, eine Reserve werden wir nicht mehr aushalten. Das ist auch im Ideenwettbewerb teilweise gekommen. Also, das kann man auch wieder für Niederösterreich generell nicht sagen. Nur werden wir für Niederösterreich eine Lösung finden müssen. Und das ist wieder die Gratwanderung, wo man dann sagt, was ist für Niederösterreich das Beste? Da wird es wieder ein paar geben, die sagen, das ist ein Blödsinn. Da wird es wieder ein paar geben, die sagen, das ist super. Dann werden wieder ein paar sagen, ja, ich habe das und das nicht drauf. Also, es wird keine einheitliche Lösung oder schon, es wird eine einheitliche Lösung geben müssen oder vielleicht macht man regional irgendwelche Unterschiede, wo es aber eher schwierig wird. Aber das Beste für alle Dinge ist immer das Schwierige.
Ihr habt ja einen Ideenwettbewerb gestartet, also ihr habt die Idee gehabt, einen Ideenwettbewerb zu starten. Finde ich persönlich sehr, sehr toll. Was war euer Beweggrund dahinter, Ideen einzuholen und was wollt ihr damit erreichen? Ja, es gibt zwei Hintergründe. Im Endeffekt, der erste Hintergrund ist einmal, was wollen die Vereine, was wollen die Leute, wo können wir uns ändern? Wir sind ja, wie wir gesagt haben, nicht unbedingt der Erfinder der goldene Kugel, sondern wir haben gesagt, gibt es irgendwas, was wir übersehen haben, was wir bis jetzt nicht gemacht haben. Das zweite ist natürlich auch, vielleicht findet man über diesen Weg auch Leute, die sagen, ich habe so und so viel Idee gebracht, und wenn man es dann kontaktiert, ich möchte da mitarbeiten vielleicht, oder irgendwas in dieser Form. Also, vielleicht gibt es auch welche, die wir dazu finden können, die sich in irgendeiner Form einbringen können. Also wir suchen sehr wohl auch Funktionäre. Das ist aber nicht das einzige Ziel, aber wir sind eben offener geworden und sagen, vielleicht hat einer die große Idee. Mhm. Wir haben unter 15 Einsendungen gehabt. Also es war nicht so, dass das nicht irgendwo angekommen ist. Wir sind jetzt beim Sichten. Wir sind jetzt in große Kategorien einmal zum Gliedern. Wir haben Kampfmannschaften, Reserven, Nachwuchs plus sonstiges, Kommunikation, ähnliche Themen. Und jetzt darf man das einmal grob vorsortieren und dann wird das am 7. entscheiden für die Preisträger. Aber alle Ideen, die kommen, sind, natürlich sind manche nur spezifisch und verordnet, aber das ist halt der Zeit geschuldet. Aber alle Ideen, die kommen, sind sicher irgendwo wert, verfolgt zu werden, in irgendeiner Form. Und wenn es eine Bestimmungsänderung ist, muss man sich überlegen, ob das nicht ganz einmal sinnvoll wäre, dass man österreichweit das vielleicht einmal anbietet. Also, wir sind nicht die so, das ist ein Schmarrn, sondern da sind einige Sachen dabei, die sich interessieren. Ihr habt ja publiziert, 116 Ideen sind eingereicht worden und man kann auch noch. Eine haben wir noch 117. Ja. 117. Aber man kann noch weiter die Ideen einbringen. Ne? Wir wollen den Wettbewerb abschließen, den Button Ideen aber offen lassen. Weil es kann, wie heute der Gerald Götz sagt, bring es ein, schauen wir mal. Vielleicht ist das Ganze, vielleicht die Antwort oder anschauen damals unsere Kohlefälle, aber vielleicht ist irgendwo wirklich einmal was dabei, wo man sagt, das können wir gleich umsetzen oder das kann man auf lange Frist planen. Und es sind natürlich einige Ideen eingebracht worden von Funktionären bzw. auch von Akademietrainer zum Beispiel, die sagen, ich bringe es einfach mal ein, der wird sicher kein Preisträger werden, früher arbeiten oder einen Frühschritt zum Beispiel. Ja. Aber ja, das könnte man sich machen. Okay. Gut, ein kurzer Blick. Herbert Wesserli, der gibt unseren Leuten im Chat immer wieder ein paar Tipps zusätzlich zu unserem Gespräch. Das finde ich sehr, sehr gut, Herbert. Dankeschön. Er hat zum Beispiel geschrieben, dass auf sportaustria.at gibt es seit kurzem die aktuelle Lockdown-Habung für den Sport in der Ostregion. Also das muss jetzt erst vor kurzem veröffentlicht worden sein. Habe ich noch gar nicht gesehen. Weißt du da schon was? Heim auch noch nichts wahrscheinlich. Ja. Also aber da ist der Herbert bei rechte Hand. Der macht das perfekt aus dem Hintergrund und genauso wie das funktioniert. Ja, also da haben wir heute eine brandneue Information vom Herbert Wesserle. Bitte schaut auf sportaustria.at. Da gibt es die aktuelle Lockdown-Habung für den Sport in der Ostregion. 1. bis 6. April haben wir ja eine sogenannte Osterruhe und dann schauen wir, ob am Ostermontag dann nochmal verlängert wird. Der Gerald Schweiger-Götz schreibt noch, die Eigenbauregelung wurde ja aufgrund von Corona aufgeweicht. Bleibt diese Regelung nun länger oder läuft diese wieder aus? Das ist ein Thema, das wir in der Sportreferatssitzung am 21. April und anschließend in der Vorstandssitzung behandeln werden. Ich kann es derzeit überhaupt nicht beurteilen, was wir machen werden. Es war, wie der Gerald richtig sagt, ein Jahr. Das ist eine sportpolitische Entscheidung, die ich treffen kann. Und ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie wir es machen. Also ich muss ehrlich sagen, das ist eine Sache, die ist völlig offen und die wird in diesen Sitzungen entschieden. Okay. Ja, wir haben die erste Stunde. Wir werden ein bisschen überziehen, Heimer. Ich hoffe, du hast noch 10, 15 Minuten Zeit, ein paar Fragen
Themen möchte ich noch anschneiden. Falls ihr noch Fragen habt an unseren heutigen Gast, den Heimo Zechmeister, den Geschäftsführer des Niederösterreichischen Fußballverbandes, dann schreibt uns dann schreibt uns eure Fragen in den Chat. Ich werde sie noch weiterstellen. Eine kurze 10, 15 Minuten haben wir noch Zeit, wo wir das behandeln können. Thomas Engel hat sich dazu eingeschaltet. Begrüße dich natürlich auch, Thomas. Das schön, dass du dabei bist. Thema Fortbildung, lieber Heimo. Wie bildet sich ein Funktionär bei eurem Niederösterreichischen Fußballverband fort? Naja, wir haben immer wieder Fortbildungslehrgänge, wir machen auch immer wieder Veranstaltungen, aber auch hier sind wir sehr offen für irgendwelche Ideen. Wir haben Steuerberatungsseminare mit Steinmetzler-Werner, der selber Schiedsrichter war, gemacht. Die haben sich sehr gut angekommen, der macht das sehr kurzweilig. Er kann aber den Vereinen nicht sagen, wie sie die Bestimmungen umgehen, sondern er sagt, dass wir sie einhalten müssen. Wir bieten im Endeffekt, wir sind für alles offen. Im Trainingsbereich sowieso, weil das macht der Bratsch gerade mit seinen Leuten draußen, dass er Trainingskurse anbietet. Aber wenn irgendjemand irgendeine Idee hätte, wir sind da für alles offen und würden dementsprechend ihre Verwendung gerne auch. Im Trainerwesen habe ich gesehen, gibt es schon einige Workshops, was angeboten werden, zusätzlich zu den Trainerausbildungen im Verband. Da werden Dr. Ulig mit seinem Team bietet da Workshops bei den Vereinen an. Also das heißt, da würden die hinkommen mit den Experten zu den Vereinen. Ist das so richtig? Ja, das ist keine Frage. Wir kommen zum Beispiel dann sagen Sie, 5, 6, 7 Vereine, machen wir eine Trainingseinheit bei einem Verein A und würden dann ja, dementsprechend den Workshop machen. Ja. Also, finde ich super Idee. Der Verband kommt zu den Vereinen. Perfekt. Haben wir auch im Bereich Funktionäre gemacht. Wir haben mit den Hauptgruppen Schulungen gemacht, vom Online-System oder EDV-Sachen, wo dann der jeweilige Mitarbeiter zur Hauptgruppe kommt und dort die Vereine dementsprechend anwesend sind. Thema Nachwuchsfußball ist natürlich auch ein großes Thema im Verband. Ihr habt ja die LAZs und die Akademien und die Nachwuchslandesliga unter euren Fittichen. Wie zufrieden bist du da mit der Entwicklung im Verband? Das ist natürlich die LAZ-Geschichte, ist eine österreichweite Neuigkeit überhaupt, dass man mit hauptberuflichen Regionsleitern arbeitet. Das hat sich auch noch für sich bewährt. Mit Ausnahme der Fluktuation, die wir haben, die teilweise doch guten Trainern geschuldet ist, die alle nach Oberösterreich gewandert sind, aber oder zum ÖFB gegangen sind. Das Ganze ist eine Geschichte, die bei den Vereinen nicht immer gut ankommt. Für die Spitze ist es notwendig und die Akademie St. Pölten und die Akademie Admira profitieren davon, auch Oberösterreichische Akademien profitieren davon. Also ich glaube, der Weg ist nicht falsch. Es gibt sicher immer irgendwelche Möglichkeiten, das zu verbessern. Wir haben natürlich in den Vorstufen mit 15 Standorten sehr wohl die Breite mal gesagt. Und vorher war es jetzt so, wenn du mit der Breite warst, bis zur Spitze durchgekommen. Das haben wir geändert. Es gibt ein Pyramidensystem, das ist und dann gibt es beim Hauptkader. Und nicht erstens einmal die Rückkehr zum Verein wird leichter, weil mit 12 Jahren kommt er zurück. Früher war es jetzt so, wenn es 4 Jahre mehr erzählt wird, wo die eigene Freundschaft eingreift. Und das wollte man verhindern. Haben wir auch verhindert und ich glaube, dass das gut wird. Ja, es gibt jetzt immer wieder mehr Anbieter, also auch private Anbieter, die so Fußballschulen oder Individualtrainings anbietet. Sieht man das im Verband als Konkurrenz oder sieht man das eher gelassen im Verband? Hört der Vuko mit? Bitte? Hört der Vuko mit? Milan ist dabei, ja. Good Coach ist dabei. Ich bin ja verschiedene Projekte. Wir sehen das nicht nur als großes Problem, wenn es außer der LAZ-Zeiten passiert, wie es bei Milan passiert. Was natürlich ein Problem ist, ist dann diese Steuerung der Intensität. Und die Firmen der Woche in LAZ trainieren, am Samstag von Woche und am Sonntag spielen, dann wird es 4 Kilometer schwierig, weil das macht nicht einmal der Profi. Also diese Steuerungen durch diese privaten Camps ist für uns, für unseren österreichischen Weg und für den österreichischen Plan schwierig.
ich sage mal Glückwunsch dazu, dass die Eltern bereit sind, für ihr Kind das und das noch zu machen, ist überhaupt kein Problem. Aber für die Steuerung ist das nicht gut. Vor kurzem habe ich gelesen, gibt es ja oder seit kurzem eine Kooperation auch mit einem Frauenleistungszentrum in Amstetten, mit der HAK und mit der Handelsschule in Amstetten. Generell einmal die Frage, wie siehst du die Entwicklung des Frauenfußballs? Man hat ja mit dem SKN hier den Paradeverein schlechthin in Niederösterreich. Das Projekt am Städten ist übrigens gestorben, das ist schon seit einem Jahr gestorben. Es gibt in Born noch ein Projekt, das läuft, perfekt. In am Städten war der Schultyp eher die große Problematik, war für manche Mädchen, und es hat auch der Trägerverein gegeben. Der SKU am Städten hat keinen Verein, der adäquat oben spielt. In Horn spielt die in der Frauen-Bundesliga, da ist es ganz was anderes, das Mädchen hinkommen. Generell der Frauenfußball in Niederösterreich ist, wir sind weit vorne im Bereich Bundesliga, wir sind weit vorne im Bereich Zweiter Liga. Wir stehen in der ganzen Geschichte mit Altenmarkt, mit Neulenkburg, sind heute drei Bundesliga-Vereine. Was uns fehlt, und da ist jetzt der Präsident dahinter, und da starten wir jetzt wieder ein Projekt, ist der Nachwuchs. Uns fehlen die Mädchen im Nachwuchs. Die spielen zwar bei den Burschen teilweise mit, aber dass wir so richtige Mädchengruppen oder reine Mädchenmannschaften haben, das fehlt uns in Niederösterreich. Nur in Wendland haben wir vor und im Süden haben wir vor, aber das wollen wir flächendeckender machen. Wir wollen auch die Frauen oder ja, die Frauen, Trainerinnen und Funktionärinnen, die bei den Vereinen tätig sind, ansprechen. Wir wollen auf die zugehen, wir wollen die in irgendeiner Form schulen oder mal dazu bringen und die dann eventuell solche Stützpunkte mehr oder weniger betreuen. Das ist unser Ziel. Wir sind weit, aber wir stehen. Das einzige Projekt, das perfekt gelaufen ist vor dem Lockdown, war das Volksschule-Ticket der Nina. Das hat perfekt funktioniert, wo die ganzen Trainerinnen mit der Nina Burger aufkommen. Sie waren alle, die vom SKN oder irgendwo Teamspielerinnen sind. Also das ist in den Volksschulen perfektes angekommen. Der Output zu den Vereinen war dann eher mager, aber das ist natürlich auch Corona-bedingt, dass wir die Mädchen nicht abholen haben können. Da werden wir wieder weiterarbeiten. Das ist ein Projekt, das vom ÖFB gefördert wird und vom Land Niederösterreich. Da werden wir schauen, dass wir wieder hinkommen und da werden wir natürlich auch die Vereine suchen, dass wir die Mädchen dann auch mitnehmen. Die müssen dann so reinkommen. Und die anderen Training haben wohl begleitet, dann auch bekannt worden und keiner sollte dann. Und da brauchen wir Frauen und Mädchen auch bei den Vereinen. Da gibt es eine gewisse Scheu, dass die Mädchen mit 10, 11 Jahren bei männlichen Trainern Probleme kriegen. Und das wollen wir verhindern oder abbauen und deswegen werden wir schauen, dass wir da Frauen zu den Vereinen bringen. Was sagst du generell zu den Erfolgen der SKN Ladies in der Champions League? Das war ja heuer wirklich fantastisch, was die geleistet haben, oder? Das ist sehr erfreulich, keine Frage. Und ja, aber auch der SKN hat keine einzige Lobby. Da rennt es mit dem Nationalen Frauenzentrum, das gehört natürlich standardmäßig zu St. Pölten, obwohl die Österreicher die Spieler haben. Ist auch super, ist perfekt. Nur, aber wenn der SKN eine Frauenmannschaft hätte, muss so ein Spiel gehen, nicht so ein Spiel. Da fehlt uns derzeit diese Breite, dass wir sagen, wir haben um 14 reine Mädchen. Das war das, was die Mädchenfußball. Bis zu 14 sagt jeder Teamchef, auch die reden nur noch ohne so, bis zu 14 sind die Burschen Mitspieler. Und irgendwann sollte dann doch einmal passieren, dass die drei Mädchen spielen. Ja. Die Burschen angenehm oder die Frauen. Okay, also da seid ihr dahinter, dass auch dieser Bereich in Zukunft besser abgedeckt ist. Welche Reformen wird es in Zukunft geben beim Verband? Ist was geplant? Liegen Reformen, Ganzjahresmeisterschaften? Ich höre immer wieder diese Ganzjahresmeisterschaften. Da möchte ich schon einmal eins geben und dazu bemerken. Wenn ich eine normale Meisterschaft spiele und ich habe im November schlecht mit und bin zwei Runden vor Schluss, dann wird die ganze Meisterschaft nicht mehr fertig spielen. Das wird nicht gehen. Wir werden in die U-Bahn-Klassen Rosenheizung haben, die haben wir nicht einmal der Bundesliga durchgehen. Ich höre immer wieder andere Beispiele, Norwegen und so weiter, die haben ein bisschen andere Voraussetzungen mit Kunstrasen. Die ganze Meisterschaft birgt massive Gefahr. Im Sommer bin ich mir noch immer verhältnismäßig leichter, dass ich die Meisterschaft fertig spielen kann. Im Winter, wenn es einmal anfängt und schlecht werden,
wird schwierig werden, weil dann hast du Heizungen und dann hast du die Wasserleitung und dann kannst du nicht mehr spielen. Und dann habe ich eine Runde vor Schluss kein Wasser. Das ist eine Ehre, wenn wir mal. Ja, also den steht man dann eher nicht so. Das ist ja meine persönliche Meinung jetzt einmal. Ja, ja. Die haben das Ganze schon des Öfteren diskutiert. Aber das ist meine persönliche Meinung, die immer zur ganzen Meisterschaft schon einwirkt. Okay. Ja, eine Frage noch in den Medien ist jetzt in den letzten Wochen einmal der Name Paul Scharner als möglicher Mitarbeiter des Niederösterreichischen Fußballverbandes aufgetaucht. Hat also sogar geheißen, er will Präsident werden, aber das geht er natürlich nur, wenn laut Statuten, wenn er mindestens 4 Jahre als Funktionär tätig war. Aber angeblich würde er diesen Weg auch gehen. Was ist deine persönliche Meinung dazu könnte oder beziehungsweise müsste man nicht so einen Mann mit so einer internationalen Erfahrung einbauen? Ich war bei dem Gespräch dabei. Gelaufen ist das Ganze so. Paul Scharner hat zu seinem Onkel, Gerhard Blank, ist er bekannt, gesagt, er möchte gerne im Verband mitarbeiten. Der Präsident und ich haben sich mit ihm getroffen und habe ganz ein normales Gespräch geführt. Der Präsident sagt, Paul, du siehst ihn 8 bis 10 Jahren. Dr. Du, ich kann mir alles vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, der Präsident hat ein völlig unbefangenes Gespräch. Man kennt den Paul, der hat Ziele und geht Wege. Warum es dann in die Presse gekommen ist, ist vielleicht nicht ganz so gut gewesen, aber einen FA Cup-Sieger, einen Nationalspieler oder einen ehemaligen Bundesligaspieler im Verband nicht zu integrieren, sehe ich gut vorlesen. Mit allen Ecken und Kanten. Das mag auch so sein. Nur, wie wir das Ganze jetzt im Endeffekt lösen können, das ist eine Frage, die wir jetzt nicht haben, weil die Spitze, Hauptgruppe Spitzenfußball, durch die Nase wollen im Endeffekt so in dieser Form. Ist egal, aber im Endeffekt geht es darum, man soll schon gewisse Kapazitäten nicht liegen lassen. Paul Scharner ist einer, der immer polarisiert hat. Und wenn er jetzt einmal 6. Berater mitarbeiten will, wird er wahrscheinlich erst nicht eingeladen sein. Was er erlebt hat, werden wir natürlich. Also ein ganz klares Statement unseres heutigen Gastes, Heimatmeister Pro Paul Scharner. Wunderbar, es haben wir noch ein paar zugeschaltet. Der Goran Zvirovac grüßt uns alle. Er war selber Akademie-Trainer und bei Sprazan zum Schluss in der Landesliga tätig. Ja, Ausblick, letzte Frage, Glaskugel, glaubst du, schaffen wir es noch, dass wir zumindest die Nachtragsspiele nachholen? Glaskugel. Dein persönlicher Tipp? Mein persönlicher Tipp, ich hoffe es, allein mit Hilfe, glaube ich. Okay, alles klar. Gut, dann sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ich bedanke mich bei allen, die im Chat dabei gewesen sind. Heimer, du hast dann die Schlussworte noch. Meine Gäste haben immer die Schlussworte, die du dann an die Vereine und an die Verantwortlichen richten kannst. Bedanke mich bei dir, lieber Heimer, für die 1:15 sehr, sehr interessanten Einblick in den Verband, zu deiner Person. Du hast uns heute nicht nur Einblicke in den Verband gegeben, sondern auch persönliche Einblicke gewährleistet und das finde ich super. Ich habe aus dem ganzen Gespräch heute verstanden, dass der Verband für seine Vereine da ist, dass er immer bemüht ist, Lösungen zu finden und dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist bei 500 Vereinen in Niederösterreich und 2000 Nachwuchsmannschaften, dass man eine Lösung findet, die für alle, oder die wird es nicht geben, die für alle passt. Also der Verband hat durchaus Verständnis für seine Vereine, die Vereine natürlich auch für den Verband und bringt Ideen ein, bringt Konzepte ein, arbeitet mal miteinander zur Verbesserung des Fußballs. Das ist mein Appell. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Nächste Woche
hoffe ich, dass ich einen neuen interessanten Gast präsentieren kann. Ich habe noch nichts fixiert, aber es wird ein Kapitän einer Bundesligamannschaft sein, mit dem ich schon sehr, sehr weit im Gespräch bin und der mir auch schon zugesagt hat, aber es gibt noch keine Terminfixierung. Sobald ich das weiß, werde ich das natürlich bekannt geben. Lieber Heimo, bitte deine Schlussworte für den heutigen Abend. Ja, ich danke mal für die Möglichkeit, dass ich mal irgendwo den Verband auch in dieser Form präsentieren konnte. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Ich hoffe, dass wir uns auf den Fußballplätzen wiedersehen und dass wir die Herbstmeisterschaft zumindest durchbringen und auch einen Absteiger haben und damit wir das ganze Drama häufig vernünftig beenden können. Danke. Damit klicken wir uns aus. Schönen Abend noch und frohe Ostern.